Ja, Shalom und Gottes reichen Segen an alle Geschwister im Namen des Herrn Jesus Christus. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem wir uns heute mal mit der Frage beschäftigen wollen, wann Jesus Christus wirklich geboren wurde. Der Schlüssel zur Geburt des Messias laut Bibel finden wir allein auch in zwei Kapiteln wieder. Denn um die Geburt des Messias sozusagen anhand der Bibel festzustellen, brauchen wir nur das erste Kapitel von Lukas, dem Evangelium, und wir brauchen 1. Chroniken Kapitel 24, das heißt ein Kapitel im Alten und ein Kapitel im Neuen Testament. Und damit wollen wir heute versuchen, diese Frage zu beantworten, wann Jesus geboren wurde. Dass Jesus nicht am 25. Dezember oder überhaupt im Dezember geboren wurde, darüber gibt es mittlerweile viele Videos, nicht nur auf meinem Kanal, sondern auch auf vielen anderen Kanälen von Christen und Nichtchristen, die das natürlich auch erkannt haben und längst wissen. Trotz allem muss natürlich an dieser Stelle nochmal gesagt sein, dass es Sol Invictus war, der als Vorbild galt für den 25. Dezember, der römische Sonnengott. Das geht wiederum zurück auf Tammuz, Nimrod, die ganzen babylonischen Sonnengottheiten. Und um die Heiden und die Christen sozusagen miteinander zu verschmelzen, damit man die Heiden nicht vor den Kopf stößt und die Christen nicht, hat man eben die Geburt des Sonnengottes durch Kaiser Konstantin dann festgelegt, um die Geburt des Messias sozusagen festzulegen, was laut Bibel nicht sein kann, weil man gar nicht die Bibel als Fundament hatte. Und bevor wir uns nur anhand der Bibel anschauen wollen, wann Jesus wirklich geboren wurde, werde ich zunächst mal ein kleines Video laufen lassen von Jim Staley, der es in fast genau 2 Minuten auf den Punkt bringt, wann Jesus genau geboren wurde, und dann werden wir in allen Einzelheiten anhand der Bibel darauf eingehen. Lasst uns jetzt einmal darüber sprechen, wann Jesus oder Jeschua wirklich geboren ist. Können wir überhaupt wissen, wann er geboren ist? Absolut, ja. Wir können unsere Bibel einfach nehmen und den Hinweisen zur Geburt unseres Erlösers darin folgen. Wir fangen bei Johannes dem Täufer an. Wir wissen, dass der Vater von Johannes Zacharias war. Und Zacharias war ein Priester. Er kam aus dem Stamm Levi, er war also ein Levit. Und die Bibel sagt uns, dass er zur Abteilung des Abia gehörte, und diese Abteilung war die achte, die im Tempel Dienst hatte. Bedeutet also, er war der Reihenfolge nach der achte im Dienst. Und er diente eine Woche lang im Tempel. Es gab 24 Abteilungen von Priestern, die je eine Woche Dienst hatten. In Woche 2 war die zweite Abteilung dran, in Woche 3 war die dritte Abteilung dran und so weiter. Bis alle 24 Abteilungen einmal dran waren, und dann ging es von vorne los. Und wir wissen aus der Bibel genau, wann die Abteilung von Zacharias Dienst hatte. Und das ist die Zeit, als der Engel zu ihm kam und ihm sagte, du wirst einen Sohn bekommen. Und schlag es nach, es heißt dort, er ging nach dem Dienst nach Hause, seine Frau wurde dann schwanger, und 9 Monate später landen wir genau beim Pessachfest. Jetzt wissen wir, dass Johannes der Täufer an Pessach geboren ist, und die Evangelien sagen uns, dass Jeschua 6 Monate jünger war als Johannes. Und das wiederum bringt uns direkt zum Laubhüttenfest, oder wie es im Hebräischen heißt, Sukkot. Und daher wissen wir genau, wann Jesus geboren ist, und zwar am Laubhüttenfest, was nach dem heutigen Kalender ungefähr September-Oktober ist. Das heißt, wir sind von der Jahreszeit hier im Herbst. Es heißt sogar, dass die Hirten immer noch auf dem Feld bei ihren Hürden waren. Nun, wir wissen, dass die Schafe in Israel immer reingeholt werden nach den Tagen des Laubhüttenfestes, nach dem 8-tägigen Fest von Sukkot im Herbst. Denn es wäre viel zu kalt für die Herden, wenn man sie den ganzen Winter über auf dem Feld ließe. Das ist einfach ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Geburt unseres Erlösers auf keinen Fall im Winter war. Sie war nicht im Dezember. Wir sehen also, dass Jesus nicht im Winter geboren wurde, auch nicht am 25. Dezember, sondern Jesus wurde im Herbst geboren, die Zeitspanne zwischen September und Oktober. Und wir wissen, September ist das Sternzeichen der Jungfrau. Und das ist doch sehr verbunden mit dem Messias, der ja von Jungfrau Maria geboren wurde. Und daher ist also der Brauch, die Tradition der Heiden, Weihnachten zu feiern, die Geburt des Messias zu feiern, an einem falschen Tag mit falschen Gebräuchen, verboten laut Bibel. Wir schauen uns anhand der Bibel an, wann Jesus wirklich geboren wurde. Wie gesagt, wir brauchen nur 1. Chronik, Kapitel 24. Und Lukas Kapitel 1, wir wissen also, es gibt insgesamt 24 Priesterschichten im Jahr im Volk Gottes. Jede Schicht dauert 2 Wochen, denn das Jahr 12 Monate, also braucht man dann, wenn eine Schicht 2 Wochen dauert, dann 24 Priesterschichten. Die erste Jahresschicht beginnt im Monat Nissan, das ist die Zeitspanne
März, April. Und wir wollen uns mal anschauen, was es mit diesen Priesterschichten auf sich hat. Denn da wurden Familien ausgelost, wer dann für was verantwortlich war. Erstmal schauen wir im 1. Chroniken, Kapitel 24, Abvers 5. Da heißt es: Und zwar teilte man sie durchs Los ein, die einen wie die anderen, denn es gab sowohl unter den Söhnen Elasjas als auch unter den Söhnen Itamars Oberste des Heiligtums und Oberste vor Gott. Und Schemaja schrieb sie auf in Gegenwart der Familienhäupter unter den Priestern und Leviten, je ein Vaterhaus wurde ausgelost. Und was das, wir haben vorhin gehört, Jim Staley hat gesagt, dass Johannes der Täufer bzw. sein Vater Zacharias ausgelost wurde aus der Linie sozusagen Abia, denn wir lesen weiter in Vers 7 und in Vers 10, das erste Los fiel auf Jojarib, er hat also den Anfang gemacht im Monat Nissan, dann die zweite Schicht auf Jedaja, dann das achte Los fiel dann auf Abia, und das ist interessant, wenn wir uns jetzt die Geburt anschauen von Johannes dem Täufer und beziehungsweise uns mal mit seinem Vater Zacharias beschäftigen, denn in Lukas 1, Vers 5 heißt es: In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias, der Vater von Johannes der Täufer, aus der Abteilung Abias, wie sehen wir, aus der achten Priesterschicht, und seine Frau war Elisabeth. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, nämlich die Abteilung Abias, die achte Abteilung, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Hier sehen wir also, dass die achte Priesterschicht Abia war, und diese Priesterschicht Abia, der gehörte auch Zacharias an, und die ist in der Zeitspanne Juni, Juli zu finden. Und da ist also der Zeitpunkt, als dann Zacharias im Tempel Gottes räucherte. Und das ist wichtig für die Geburt des Messias, denn wir lesen in Lukas 1, Vers 23: Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, nämlich dieser Priesterdienst von Zacharias, ging er, nämlich Zacharias, heim in sein Haus, aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Das heißt, Elisabeth wurde also schwanger, als Abias seine Schicht beendete, und seine achte Schicht begann also zwischen Juni und Juli, die Schicht Abias, und Elisabeths Schwangerschaft geschah am ersten Tag des Monats Av zwischen Juli und August, denn wir wissen, nachdem die achte Schicht zu Ende war, begann ein neuer Monat, das heißt, der erste Tag des Monats Av zwischen Juli und August ist auch der Tag, an dem Elisabeth schwanger wurde, und dann auch, und zwar mit Johannes dem Täufer. Und das ist auch wiederum wichtig, wenn wir uns mal anschauen wollen, wann denn Jesus geboren wurde. Dazu brauchen wir ebenfalls Lukas 1, da lesen wir Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden, und siehe, du wirst schwanger werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Maria wurde also schwanger, wie gesagt, es geht noch nicht um die Geburt, um die Schwangerschaft. Maria wurde schwanger, als bereits Elisabeth sechs Monate lang schwanger war. Wir sehen also, das ist dann die Zeitspanne Dezember, Januar. Erste Hälfte des Monats Tevet, das bedeutet Dezember, Januar, ist also Maria schwanger geworden, und die Geburt von Johannes dem Täufer, die fand statt in der Mitte des Monats Nissan im April, wie gesagt, am Passafest. Und wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, dann wissen wir, dass Johannes der Täufer sechs Monate älter ist, also in menschlicher Form, als Jesus Christus. Jesus wurde sechs Monate nach Johannes geboren, und zwar genau sechs Monate nach Johannes, nach dem Passafest, ist der 15. des Monats Tischri, September, Oktober, wie gesagt, und zwar am Beginn des Laubhüttenfestes. Im Hebräischen Sukkot, das kann man natürlich nennen, wie man möchte. Auf jeden Fall ist es nicht Weihnachten, das steht schon mal fest.
Deswegen die Geburt des Messias an Weihnachten zu feiern ist nicht biblisch, sondern ist und bleibt Götzendienst. Das kann man mit Bibelvideos schönreden, wie man will. Es bleibt christlich, aber nicht biblisch. Und nicht alles, was christlich ist, ist nun mal biblisch. Und wir schauen uns jetzt nochmal was anderes an. Denn wenn wir uns mal dessen vergegenwärtigen, was Johannes der Täufer sagte, dann sehen wir gleich mal was Erstaunliches. Denn in Johannes 1, Vers 27 heißt es: Dieser ist es, nämlich Jesus, der nach mir kommt, spricht Johannes der Täufer, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und Johannes der Täufer, der 6 Monate älter ist als Jesus, sagt also über Jesus, dass Jesus schon war, bevor er geboren wurde. Ähnlich wie Jesus sagte, ehe Abraham bin ich, so sagt auch Johannes der Täufer hier erneut zweimal, also sogar 3-4 Mal im Neuen Testament, im Johannesevangelium, dass Jesus schon lebte, ehe er war. Und das Erstaunliche ist, Johannes der Täufer sagt hier, dass nach ihm einer kommen wird, der höher ist als er. Und wenn wir uns mal vergegenwärtigen, das Los, das dann auf Zacharias fiel, das geht ja zurück auf das 8. Los, auf Abia, das heißt die Priesterschaft auch von Johannes dem Täufer, dessen Vater Zacharias war. Das sehen wir, wer kam nach Johannes dem Täufer? Jesus. Und wie war der Name dessen, der nach Abia kam? Das 8. Los fiel auf Abia, aber laut Vers 11 fiel das 9. Los direkt auf Jeschua. Und Jeschua ist der hebräische Name für Jesus, und auch hier sehen wir einen Zusammenhang. Nach Johannes dem Täufer kam Jesus, nach Abia, seiner Priesterschicht sozusagen, auch die von Johannes dem Täufer, seines Vaters Zacharias, kam Jeschua. Wir sehen, es ist kein Zufall, und ich denke, das ist auch ein Hinweis oder ein Beweis. Auf jeden Fall ist es die Wahrheit. Und wir sehen auch, wenn wir schon die 24 Priesterschichten haben, dann entdecken wir auch, das geht zurück auf die himmlischen Phänomene, denn in Offenbarung 4, Vers 4 heißt es, und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Krone hatten. Also auch die 24 Priesterschichten können hier sozusagen wiedergefunden werden im Buch der Offenbarung mit den 24 Ältesten. Und wenn Jesus am Laubhüttenfest geboren wurde und nicht an Weihnachten, was denkt ihr dann, warum das Laubhüttenfest im Alten Testament erwähnt wird in einer Prophezeiung, wo es um das Königreich Gottes geht? Denn in Sacharja 14, Vers 16 heißt es, und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und hier geht es auch noch nicht mal um die Israeliten, es geht um die Heidenvölker, die das Laubhüttenfest feiern müssen, denn wenn nicht, werden sie laut den nächsten Versen in Sacharja 14 bestraft von Gott. Und Gott ändert sich nicht laut Bibel. Denkt wirklich jemand, Gott hat zuerst das Laubhüttenfest eingeführt, damit Jesus abgeschafft für Gottes Volk, dann führt er es wieder ein? Nein. Das Christentum hat die Feste Gottes abgeschafft und durch heidnische Traditionen wie Ostern und Weihnachten ersetzt. Das mag christlich sein, ist aber nicht biblisch, und wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Deswegen ist es kein Zufall, dass das Laubhüttenfest hier erwähnt wird. Ausgerechnet das Laubhüttenfest. Und warum wird man das Laubhüttenfest feiern? Was steht hier geschrieben? Man wird den König, den Herrn der Herrscher, anbeten am Laubhüttenfest. Was haben die drei Könige getan, die meiner Meinung nach Abraham, Isaac und Jakob waren, die immer noch leben, denn Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebendigen? Sie brachten Geschenke tatsächlich, als Jesus geboren wurde, und zwar am Laubhüttenfest, und beteten ihn an. Tja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir lesen zum Schluss noch den letzten Vers, 3. Mose 23,2, da heißt es, redet zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt, dies sind meine Feste. Weihnachten ist kein Fest des Herrn, keine heilige Festversammlung, keine Feste Gottes, sondern heidnischer Götzendienst, das wird es auch bleiben, da können die Christen es schönreden, mit Bibel, ohne Bibel, wie sie wollen.
Aber auf jeden Fall sehen wir, viele Christen sagen hier, gut, hier geht es ja um die Kinder Israels. Ich bin ja ein Christ, ich habe ja nichts mit Israel im Hut. Und das ist der große Denkfehler der Kirchen von heute. Die meinten, das wahre Volk Gottes sind jetzt die Siebentags-Adventisten, die Zeugen Jehovas oder andere Sekten. Nein, das Volk Gottes ist Israel. Und nur wer zu Gottes Volk gehört und sich zu Israel auch zugehörig fühlt, der wird dann auch das feiern und das halten und das nicht tun, was Gott geboten und verboten hat. Wir Christen gehören zu Israel. Und deswegen kann ich nur an jedem appellieren, die Wahrheit zu suchen. Denn wenn wir jetzt zum Ende des Videos kommen und die Frage beantworten wollen, wann ist Jesus wirklich geboren? Die Antwort ist nicht im Winter, nicht an Weihnachten, sondern im Herbst. Und zwar zwischen September und Oktober. Das variiert ja immer laut biblischen Kalender. Und zwar am Laubhüttenfest, so wie Johannes der Täufer an Passa geboren wurde. Ja, beide Feste wollen die Christen nicht halten. Passa wurde ersetzt durch Ostern. Weihnachten hat jetzt das Laubhüttenfest abgeschafft. Auch hier sehen wir den Zusammenhang. Also Zufall gibt es nicht, es gibt nur die Wahrheit. Und der Schlüssel zur Geburt des Messias finden wir, wie gesagt, in Lukas 1 und 1. Chroniken Kapitel 24. Da gibt es noch den ein oder anderen Vers, den man noch mit zitieren könnte. Ihr könnt euch die Kapitel ja mal anschauen. Aber eins steht fest, die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Und das wahr ist und bleibt der Herr der Herren, der König der Könige, Jesus Christus und auch der himmlische Vater, der Heilige Geist und alle Gebote und Feste des allmächtigen Gottes. Amen und möge euch der Gott Israels segnen im Namen des Herrn, Jeschua HaMashiach. Amen.